Okay, wer hat nochmal ein Video rausgehauen? 7 Girls Blind Date mit Noah Z. Das ist crazy. Mit Noah Z ist crazy, Chat. Ey, Bruder, das kann krank werden. Okay, wir gehen rein. Das kann wirklich krank werden. Zu dominieren oder dominiert zu werden? Was? Ey, bitte, Noah. Crazy. Ey, ich muss mir Socken anziehen. Meine Füße sind die ganze Zeit so richtig kalt, Alter. Mögt es eher, zu dominieren oder dominiert zu werden? Oh mein Gott. Was machst du denn gerade? Sachen im Internet. Von einer Dirty-Plattform? Das ist Noah. Er ist Streamer und zerstört gerne Sachen mit dem Baseballschläger. Und er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter dem... Bruder, seine Lederjacke ist crazy. Weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin's, Noah, komme aus Dortmund, 23 Jahre jung und suche die Liebe meines Lebens. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Ich finde, Schuhe oder allgemein Füße können viel aussagen. Hä? Allgemein Füße? 7 hat irgendwie so ein Metallding, siehst du das? Ich kann's mir schon denken, es könnte ein Baseballschläger sein. Warum? Vielleicht, weil ich ab und an meinen Schreibtisch damit massiere. Echt? Ja. Ah, im Stream? Ja. Hin und wieder, gelegentlich. Welche Paar Schuhe findest du auf Anhieb am coolsten? Also ich sag auch mal so, massiere ist auch crazy. So wie es ist, ich achte jetzt schon gefühlt auf die Fußgröße, weil ich bin 2 Meter und ich finde es eigentlich ganz attraktiv, wenn sie mir auf Augenhöhe ist. Also jetzt nicht wirklich 2 Meter, aber halt klassisch so 1,70 plus. Ja. Aber ich würde sagen, 3 und 4 sind die kleineren und 1. Mhm. Und die hintere Reihe der eher größer. Ja, also, stimmt. Hoffe ich. Dass ich da richtig liege. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, welche Paar Schuhe würdest du ihr schenken? Es wären dann tatsächlich Nummer 3. Weil sie schon cool sind? Ja, irgendwie. Kindheitserinnerung? Ja. Ah, okay. Hast du eine Frage? Ja. Hau und raus. Zwar... Ja, der Mann ist so benebelt irgendwie. Immer wenn ich Noah Z treffe, denke ich, der ist stoned. Aber das denken Leute auch über mich immer. Raucht ihr, wenn ja, was? Karte Nummer 1, rauchst du und wenn ja, wähle was? Frage. Nein, ich rauche gar nicht. Kandidatin 2? Ich bin Gelegenheitsraucherin und ich rauche Zigaretten und manchmal auch andere Dinge. Zu welchen Anlässen? Einfach um zu entspannen, tatsächlich. Ah, okay. Okay, for 20. Also ich bin nicht täglicher Raucher. Kandidatin 3? Ich rauche Zigaretten. Kandidatin 4? Ja, also manchmal so... Halt bei Gelegenheiten, so bei Partys oder so, ein paar Zigaretten, aber eigentlich auch nicht viel. Ja, und manchmal Gras, aber sehr selten. Kandidatin 5? Also Zigaretten gar nicht und seit 200 Tagen circa auch kein Gras mehr. 200 Tagen, sehr stark. Oder wenn sie sagt, seit 200 Tagen, da hatte sie auf jeden Fall eine aktive Phase hinter sich. Also, ich glaube, genau 40. Den Tag gezählt. Nee, aber ich habe so einen Counter in der App. Hast du es so ein bisschen übertrieben, oder wie? Nee, das jetzt auch nicht, aber... Ich wollte einfach mal gucken, wie lange so ohne Toleranzpause und so. Ja, cool. Kandidatin 6? Also ich rauche nicht. Ich war mal so Gelegenheitsraucherin auf Partys, aber mittlerweile auch nicht mehr. Kandidatin 7? Also ich rauche Zigaretten. Ich will aber versuchen aufzuhören und dann nur noch E-Kippe und dann gar nicht mehr, außer vielleicht auf Festivals. So? E-Kippe habe ich noch nie gehört. Was rauchst du und wenn ja was? Also ich rauche eigentlich in der Regel nicht. Aber wenn dann vielleicht die Atmosphäre passt und man vielleicht nachts um 4 vom Club nach Hause geht oder vorm Club im Raucherbereich steht, dann vielleicht die ein oder andere Kippe. Shisha vielleicht, keine Ahnung, eine Handvoll Mal im Jahr. Und nichts anderes? Ja, sonst nichts. Nichts anderes? Nee. Okay. Also vielleicht doch das ein oder andere Mal habe ich schon mal Gras getestet in Amsterdam. Getestet, einfach mal so, um... Ja, um mal zu gucken, wie man so drauf reagiert. Aus Recherchezwecken. Genau. Ja. Basierend darauf musste jetzt einer aber raus... Und seine Haare sind ernst, fresh. Weiß nicht, finde die steht ihm. Okay, krass. Das geht so schnell hier. Ja, I know. Kandidatin 7 würde ich schon mal drin lassen, weil sie sich Gedanken gemacht mit dem, was ja. man sie dabei hat. Ich glaube, die erste war Nichtraucherin. Ja. Die zweite hier hin oder wieder Gras und normal, glaube ich. Dritte, da war ich mir nicht mehr sicher. Raucht, ne? Ja. Vierte raucht ja, genau. Gras. Und was war bei 5 und 6? Party, oder? Beziehungsweise jetzt ja gerade gar nicht mehr. Ah, seit den 200 Tagen. Finde ich auch nicht verkehrt. Okay, du darfst noch eine Frage stellen, da musst du dich aber entscheiden. Kann ich den Joker ziehen? Jetzt schon. Mal was Neues? Der Joker. Dann wollen wir mal. Oh, shit. Was ist der Joker? Was ist da drin? Tatsächlich was sehr Interessantes. Mhm. Ich glaube, es sind Fußballvereine. Ja, du bist ja voll der Fußballfan, ne? Ja, kann man schon sagen. Ja, und die haben jetzt einfach ihre Lieblingsfußballvereine genannt. Du weißt nicht, zu wem die gehören.
Aber ja, basierend darauf kannst du eine rauswählen. Ist halt auch schwierig. Es gibt ja so Fans, was? Die sind Fan, weil wegen Erfolg, mhm, Fans wegen Herkunft, wegen Familie. Mhm. Und da gibt es natürlich auch so unterschiedliche Sachen. Gibt's für dich eine Red Flag? Schwierig. Einer meiner besten Freundinnen ist so Lisa mit Schalke, ne? Also wäre jetzt auf jeden Fall kein No-Go, mit der sich zu unterhalten in dem Sinne. Was bist du für ein Fan? Dortmund. Das wäre tatsächlich das, was gefühlt eine Red Flag ist. Man darf noch niemals mit dem Schalker reden, gefühlt. Mhm. Aber ich bin auch relativ chillig. Also okay, ich sag, jeder soll Fan sein von dem, was er, worauf er Bock hat. Ja. Solange er den anderen nicht auf den Piss geht. Ich guck mal kurz. Sie geht diese Musik. FC Bayern München, mutig. Mhm. Dortmund, sympathisch. Würde ich direkt drin behalten. Mainz, verrückt. Krass, dass du die alle kennst. Ja, ich bin tatsächlich FIFA-Streamer und ja, den einen oder anderen Spieler habe ich schon gezogen vom Verein. Düsseldorf? Interessant. VfB Stuttgart? Ja. Köln, muss ich sagen, finde ich sogar sympathisch. Und Gladbach. Okay, wenn ich anhand der Vereine irgendeinen Verein aussortieren müsste, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich Bayern. Sein Bayern. Warum? Soweit ich weiß, sind wir gerade in NRW und Bayern ist ein bisschen weiter weg von hier. Aber Bayern wäre tatsächlich eher so eine Erfolgssache, okay, glaube ich. Und das beschreibt ein bisschen den Charakter, finde ich. Also findest du das eigentlich schon richtig hilfreich? Findest du ja, sehr. Also wenn ich richtig liege, es kann ja sein, dass die Dame auch aus Bayern kommt. Ja. Und dann automatisch, aber wenn das zutrifft, mhm, dann würde ich sagen, ist das meine Wahl hier. Okay, dann, wer von euch war der Bayern-Fan? Ich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Ach, Mensch, Mist. Hi, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du da sein bist. Das war jetzt relativ oberflächlich, ne? Ja, tut mir leid. Oh, ich komme aus München. Oh, und ich habe keine Ahnung von Fußball, aber FC Bayern haben wir dann früher halt ab und zu mal geguckt. Deswegen dachte ich mir. Die Arme, Alter. Ach, die Arme. Och, Mensch, Mist. Fuck. Mann. Aber danke, dass einfach, sie kommt aus Bayern, sie wird geknallt. Dass du da warst. Ja. Ich hab's gerne. Okay. Dass sie aus Bayern kommt. Ciao. Und bereust du deine Auswahl? Tatsächlich. Okay, nächste Runde. Tatsächlich. 3, 2, 1. Go. Wey, yo, Bruder, was ist denn mit der los? Eine will auf ein Cardi-Musikvideo, was ist das denn? Boah, eins ist richtig stabil. Feier ich übertrieben. Diese Anzugshose sieht stabil aus. Die Hose, ich finde die Hose stark. Ist auch eine Richie, ne? Aber ich finde die Schuhe stacken nicht so gut dazu. Valid. Ich finde auch, die Hose stackt nicht so gut zu der Hose. Genau. Also am besten 1 und 3, was sagt ihr? 1 und 4? 4 ist auch, ja, 4 ist auch valid. Ah, du hattest recht mit dem Baseballschläger. Ist ein Baseballschläger. Und auch ein cooles Outfit. Ja, muss man schon sagen. Mit dem Bauchnabelpiercing. Stehst du da drauf? Ja, finde ich gar nicht verkehrt. Findest du hot? Ich würde auch fast sagen, das ist der attraktivste Piercing, den es gibt. Stehst du generell so auf Schmuck? Schmuck? Also mal, ja. Ich bin gar kein Piercing-Fan, ne? Überall, gar kein Piercing-Fan. Vor allem bei Damen sehr attraktiv. Zeigt mal alle eure Hände. Haben alle Schmuck, außer Nummer 2. Ja, okay, sie hat Handstulpen. Welches Outfit findest du bis jetzt so am coolsten? Ich würde vielleicht sogar echt mit Outfit 1. Outfit 1? Ja. Ah, du machst so classy. Ja, oder tatsächlich sogar 4. Und Nummer 6 in dem Fall jetzt. Okay. Aber 1, nur wegen des Baseballschlägers. Nein, sonst sieht es auch gut aus. Hast du eine Frage? Wenn ihr von heute auf morgen 100.000 Euro in die Hand gedrückt bekommt und sie sofort ausgeben müsstet für Sachen, die keine Wertanlage sind, welche wären es? Kandidaten, nein. Wie würdest du 100.000 Euro für Quatsch ausgeben? Boah, Auto. Straight up. Auto. Ich würde mir eventuell eine G-Klasse holen. Ja. G-Klasse kostet mehr als 100.000, oder? Ja, gebraucht, dies, das, maybe, ja. Das ist mein Lieblingswagen. Kandidatin Nummer 2, wie würdest du 100.000 Euro für Quatsch ausgeben? Der erste Gedanke, der mir direkt kam, ist tatsächlich Konzerttickets. Das würde ich dann mit meinem Traum einer Weltreise in Verbindung setzen und einfach. Wie viel kosten die Tickets? Wo bist du auf ein Konzert von Obama? Wo kostet ein Konzertticket 100.000? Festivals mitnehmen, die es geht. Geil, Kandidatin Nummer 3. Ich glaube, ich würde die Frage ein bisschen dribbeln, indem ich sage, ich gebe die 100.000 für Klamotten und Schmuck aus und dann würde ich Goldschmuck holen und wertvolle Taschen. Ah, verstehe, okay. Also so sich einschmücken. Aber mit halt, Sachen, also die du eigentlich schon, dass es halt wertvoll bleibt und den Wert nicht verliert. Ja, aber wie würdest du so richtig für Quatsch aus? Also einfach für dein jetziges Bock. Du darfst es nie wieder verkaufen. Okay, wenn ich es nicht verkaufen darf oder dann würde ich irgendwas Heisenberg. Mit den 100.000, dann würde ich irgendwie auch so Festival gehen oder Urlaub. Bruder, bei wem sind die auf dem Festival, dass die dafür 100.000 ausgeben? So ein Call, ist da Cristiano Ronaldo auf der Bühne?
viel reisen, auch Freunde einladen zum Reisen. Was wäre dein Urlaubsziel? Ich würde gerne nach Asien, irgendwo nach da. Ich habe kein bestimmtes Land oder so, aber ich finde die asiatische Kultur ganz interessant. Die Kandidatin Nummer 4. Also Reisen wurde jetzt schon öfter genannt und so Festivals. Ich würde mich da an sich anschließen, aber zusätzlich würde ich sagen, dass ich vor allem sehr gut darin, Geld für Quatsch auszugeben und deswegen sehr viel wahrscheinlich für Videospiele und Merchandise oder Konsolen ausgeben will. Okay. Schön ehrlich. Kandidatin 4. Ja, also ich wollte eigentlich auch erst direkt sagen, dass ich sofort in irgendein Flugticket investieren würde. Mit was für ein Flugticket, Bro? 100k kriegst du ein Private Jet. Dreimal. Aber wenn jetzt um so was Materielles geht, ich glaube, ich würde dick shoppen gehen und mir vielleicht ein neues Klavier kaufen. Kandidatin 6. Ich würde auf jeden Fall auch reisen gehen. Nach Thailand würde ich sehr gern. Und tatsächlich würde ich mir auch ein neues Auto holen. M4. Weil als ich hierher gefahren bin, hat schon die Mutterkontrollleuchte geleuchtet. Das wäre also auf jeden Fall angebracht, ein neues Auto zu holen. Wie würdest du 100.000 Euro ausgeben? Also ich bin jemand, der fährt nicht so auf materielle Dinge ab. Weil ich finde das so eine Sache, da freut man sich einmal und dann hat man's. Sondern ich würde so für Erinnerungen ausgeben. Also einfach rumreisen, viel erleben, eigentlich alles erleben. Also von Superboy einmal bis hin zum Coachella und WM-Finale. Also irgendwie alles einmal abklappern, dass man das alles gesehen hat. Ja. Weil Erinnerungen kann man einem nicht nehmen. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Ich kann mich an eins nicht mehr ganz genau erinnern. Kandidatin 1, was hast du nochmal gesagt? Erstmal Haus am G-Klasse. Meer und G-Klasse. G-Klasse und Haus am Meer. Ah, ihr wolltet doch zusammen Urlaub fahren. Kandidatin Nummer 5 nochmal kurz. Ich würde reisen gehen oder shoppen und ein Klavier kaufen. Dann würde ich tatsächlich 4 sagen. Dann Kandidatin Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Schöne Augen. Schöne Augen ist crazy. Ey. Oh mein Gott. Oh, Hanna. Schöne Augen, Bro. Oh mein Gott. Ah, sieht voll cool aus. Ja? Schön. Damn. Ich würde auch shoppen gehen. Ja, Videospiele sind mein Ding. Das ist meine Art, die Zeit zu verbringen. Ich bin oft. Jetzt ärgere ich mich doch. Ja, ich bin sehr oft, weil ich war halt schon sehr viel reisen. Das klingt jetzt richtig asozial. Ich war halt schon sehr viel reisen und deswegen verbringe ich halt oft meine Zeit lieber oft auch gerne alleine. Also Social Battery gibt es ja. Genau. Ja, okay. Deswegen bin ich dann ganz gerne Videospiel spielen. Ja, kann ich nachvollziehen. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Bereust du es, oder? Mhm. Dann. Nächste Runde. Hast du wieder eine Frage? Wie schaut eure Morgenroutine aus? Und wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? Kandidatin 1, wie sieht deine Morgenroutine aus? Also bei mir ist es so, ich mache halt nachts, bevor ich schlafen gehe, schon eigentlich alles, was ich so, also mit Skincare, mit Cremes, dass ich halt morgens von der Skincare her nicht mehr viel machen muss. Aber halt natürlich Zähne putzen. Dann gehe ich meistens an den Make-up-Tisch und schmink mich erstmal ein bisschen. Das dauert so vielleicht so 20 Minuten. Und dann ein bisschen Haare machen, Outfit raussuchen. Kandidatin 2. Ich bin ehrlich gesagt gar kein Morgenmensch. Ich bleibe dann erstmal so eine halbe Stunde im Bett liegen, bevor ich irgendwas mache. Dann gehe ich mir meinen Kaffee machen, trinke den ganz entspannt. Dann geht's erstmal los und dann mache ich mich ready im Bad. Aber bei mir kommt dann auch nicht so viel Make-up drauf. Ich bin dann eher der natürliche Mensch und dann geht's raus. Kandidatin Nummer 3. Ich habe eigentlich auch nicht so eine klassische Morgenroutine. Ich stehe auf, die Klassiker, duschen, Zähne putzen und so werden gemacht. Dann brauche ich einen Kaffee und das war's eigentlich. Bist du Kaffeetrinker? Ich trinke eigentlich nur Espresso. Ganz komisch. Ich hasse den Geschmack, ich trinke es aber für den Effekt. Okay. Kandidatin 4, was ist deine Morgenroutine? Nach dem Aufstehen mache ich mir erstmal einen Tee. Und dann ins Bad, Zähne putzen und so weiter. Und dann dehne ich mich ein bisschen. Dehnen? Ja. Aha. Wow. Das ist auch ein crazy Call, dehnen, ne? Ich schwöre, das macht man zu wenig. Ernst, man müsste sich eigentlich so am Tag ein bisschen Zeit nehmen für seinen Körper. So Black Roll ernst. Oh. Okay, Kandidatin Nummer 5. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt noch Zeit habe, wenn ich aufwache, dann bin ich schon auf jeden Fall noch kurz am Handy, check Nachrichten, E-Mails und alles. Dann gehe ich ins Bad, putze meine Zähne, gehe auch immer duschen. Da habe ich ein bisschen so einen Tick. Ich muss duschen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, und dann je nachdem, wenn ich halt irgendwas geplant habe, dann schminke ich mich so 15, 20 Minuten. Ja, und wenn nicht, dann, wenn ich nur einkaufen gehe oder so, dann schminke ich mich da noch nicht. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Also meine ist dann tatsächlich sehr durchgeplant. Okay. Und das mag man kaum glauben, weil ich so ein Verpeil... Oh! Wow, 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 wow!
Erdbeeren der feinsten Sorte selbst gepflückt. Guckt euch diese Erdbeeren an, ihr versteht das nicht, Chat, ich zeig sie euch. Ich schwöre, die sind so saftig. Komplett gekleckert, ach scheiß drauf, Digga. Alter Typ bin, ja. Aber morgens, da raffe ich mich. Es fängt eigentlich direkt an, keine Ahnung, 9.30 Uhr jeden Morgen. Erstmal einen halben Liter Wasser trinken, dann kalt duschen, damit man wach ist. Und dann geht's eigentlich direkt an den Frühstückstisch mit einem Ingwer-Shot und dann fertig. Damn, frühstückst du morgens? Ja, schon. Also so, dass du halt erstmal eine starke Grundlage hast für den ganzen Tag. Ich finde auch, eine Morgenroutine sagt ein bisschen aus, wie der Mensch dahinter ist. Hm. Organisiert oder nicht organisiert. Hm. Bisschen, ne? Es gab zwei, die waren tatsächlich nicht so Morgenmenschen, beziehungsweise nicht so strukturiert. Ich glaube, ich würde da tatsächlich mit Nummer zwei gehen. Morgenmuffel und jemand, der komplett strukturiert Eisbaden gefühlt und sich einen Ingwer-Shot reinknallt und den ganzen Tag starten kann. Ja. Das sind so Gegenspieler, die glaube ich nicht so... Einfach nur als Andrew Tate. Crazy. Motherfucker macht morgens seinen Sport, geht um 6 Uhr joggen, abends um 5 Uhr wieder schlafen, steht 6 Uhr wieder auf, geht wieder joggen. Funktionieren können. Okay, dann Kandidatin Nummer 2. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Wir kennen uns tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja, schön, dich. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Wir kennen uns tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja? Woher? Was war das für ein Event? Papa Platte. Papa Platte, das war vor 2 Monaten oder so? Oder einem? Aha. Finde ich sehr schön, dass ich die Chance hier hatte, dabei zu sein. Ja, mega. Sehr schön. Ach, süß. Ich bin gefreut. Naja, danke, dass du da warst. Aber hier sind alles noch wunderschöne Mädchen, also. Ja? Danke, dass du da warst. Gerne. Danke. Tschüss. Dann. Nächste Runde. 3, 2, 1. Hast du schon Not Finale geschaut? Bada. Eins. Welches Outfit findest du am ohne reden. Coolsten? Ich finde 1 und ja. 4. 4, ja. Na klar. Hast du eine Frage? Ja, und zwar, welchen Drink oder welchen Cocktail bestellt ihr in einer Bar am Freitagabend? Bei mir ist das Sex on the Beach. Kandidatin 2. Espresso Martini. Kandidatin 3. Ein Aperol. Kandidatin 4. Ich trinke keine Cocktails, wenn dann Bier oder eine Weißweinschorle. Ey, Bruder, sie. Wenn sie nicht BAZ hört. Denkst du? Ja. Whisky Cola. Ah ja, true. Ich habe auf die Antwort gehofft. Okay, welche Antwort gefällt dir davon am besten? Letzte war schon ganz cool, so ein Bierchen oder eine Weißweinschorle. Aperol bin ich wirklich voll abgeneigt. Auf einmal sehe ich hier sogar mit dem Drahtesel, bin ich hingefahren bei dem schönen Wetter, sehe ich alle irgendwie am Straßenrand auf dem Samstagmittag mit dem Aperol. Letzten Sommer war das krass, glaube ich. Ich glaube, letzten oder vorletzten Sommer. Ist das so ein bisschen im Hype? Ja, das war ein Hype auf jeden Fall. Okay. Du darfst eine Frage noch stellen. Okay. Was war euer schönstes Urlaubsziel, beziehungsweise was wäre euer Traumurlaubsziel? Bisher schönster Urlaub war tatsächlich in Deutschland, in Hamburg. Aber hauptsächlich, weil ich da mit richtig coolen Leuten war und das einfach, da war ich richtig glücklich. So. Und in Hamburg? Oh hell na, ich krieg Depressionen, wenn ich rausgehe hier. Traum ist so auf jeden Fall mal nach Thailand, so für einen Monat oder so oder auch länger, je nachdem, wie sich das ergibt. Kandidatin 3. Ich war letztes Jahr in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln mit meiner besten Freundin und das war richtig toll. Das war mein bester Urlaub bisher und mein Traumziel ist, glaube ich, auch so Südostasien, da mal einfach backpacken gehen. Kandidatin 2. Ja, der beste Urlaub und auch weiterhin Traumziel ist natürlich Ballermann, ne? Opening, Closing, dabei, wichtig. Aber sonst... Raus! Also der schönste Urlaub war die Kreuzfahrt mit meinen Eltern. Kandidatin 1. Bei mir war der schönste Urlaub die Kanarischen Inseln, also Madeira, Fuerteventura, Teneriffa, sowas. Das fand ich echt, also das war mega schön. Und mein Traumziel im Moment sind die Seychellen. Und deins? Ja, also ich bin... Hätte jetzt irgendwer gesagt, in den Bergen, wäre das schon echt so eine Red Flag. Also ich finde halt Strand und Meer zu schön, um in den Bergen zu chillen. Ja, und Traumurlaubsziel wäre tatsächlich allgemein Amerika. So von L.A. bis Las Vegas, einmal durch. Mhm. Und bisher schönste Urlaub waren tatsächlich die Kanarischen Inseln. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine raussuchen. Du hast ja auch die Outfits, du hast ja auch die vorherigen Antworten schon. Ja, okay. Ich würde sagen, den Aperol würde ich tatsächlich rauswählen wollen. Aperol. Dann Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hey. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Hi. Sorry. Alles Mensch. Gut. Ja. Ach, ich mag auch Aperol. Ja, Aperol ist doch Aperol? Oder Limoncello. Kenn ich gar nicht.
Ich schwöre, ich muss diesen Chat ausblenden. Ich auch nicht. Bevor ich gecancelt werde. Was denkst du? Netter Typ. Ja, netter Typ, aber kein Geschmack in Aperol leider. Naja. Mach mal Subchat rein. Das ist schon respektlos, Chat. Das ist schon respektlos. Manchmal ist ernst zu viel. Ihr wisst selber, ich bin der Mensch. Ich bin wirklich sehr viel am Lachen. Ich mache auch viele Jokes und so. Aber manche Sachen, in manchen Themen, da muss man sich einfach so zurückhalten. Und Leute fühlen sich dann ernst angegriffen auch. Du bist schwach geworden. Sagt es. Kann sein, dass ich schwach geworden bin. Aber solange man keinen anderen Menschen verletzt, oder dann bin ich gerne schwach. Brühe zu bestellen, mir ein Whisky Cola so vom Ding her. Ich muss es halt finden. Aber ja. Schade. Nee, ist ein No-Go in der Beziehung. Nee. Wenn man nicht das gleiche trinkt. Genau so. Dann sofort raus. Ciao. Okay, danke, dass du da warst. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Okay, hast du eine. Voll die Süße auch, schwöre. Eine Frage. Ich würde mal. Darf ich eine Zwischenfrage machen? Ja, mach. Warum hast du einen Baseballschläger dabei, Kandidatin 3? Liegt der eigentlich auf der Hand, damit du dann an mich denkst, wenn du das nächste Mal ausrastest im Stream? Ich dachte, sie will mich damit nach dem Dreh noch massieren. Ui! Okay, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Kandidatin 1, wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren will ich auf jeden Fall schon mein Studium abgeschlossen haben. Was ich bald anfange, ich habe es noch nicht angefangen. Im Bereich Management. Oder ich finde 1 sehr, 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 sehr sympathisch und interessant, ne? Aber ihre Antworten waren auch cool. Deswegen, ne? Nicht wegen ihrem Aussehen, sondern ernst, ihre Antworten waren von allen am besten. Mehr ein eigenes Business aufzubauen. Aha. Oder in einer bekannten Firma anfangen zu arbeiten. Auf Ernst? Ich hab doch recht. Arbeiten, dass ich halt irgendwie... Ah, crazy. Mir selber was aufbauen kann, dass ich nicht so kacke aus. Zum Beispiel mein Partner oder so in der Zukunft bin. Kandidatin Nummer 2. Ich wusste nicht, dass wir ein Bewerbungsgespräch machen oder so, aber ja, ich finde die Frage sehr schwer, weil ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden mit meinem Job, wo ich im Leben stehe. Und wenn sie... Boah, sie ist wirklich, sie hat Hold of the Red öfter gehört als ich. Das in 5 Jahren nicht verschlechtert, bin ich nach wie vor zufrieden. Wenn es sich verbessert, umso besser. Was machst du denn gerade? Sachen im Internet. On einer Dirty-Plattform? Nee, tatsächlich nicht. Auch Streamer oder so? Content-Creator, ja. In Köln? Ich wohne in Köln. Ja, okay, dann... Wer ist es? Wer ist es denn? Weiß es nicht. Man sieht ja auch keine Haare. Nee. Das habe ich auch extra gemacht, weil dann wäre es einfacher gewesen. Oh shit, das ist Bouger. Endlich. Ey, Mann. Ja, okay. Boah, wie schnell du auf Budget gekommen bist mit Haaren. Ja, weil... Okay, dann kann ich die ja jetzt runter machen, ja, weil ich habe die extra nur hochgemacht. Deswegen. Kann ich nicht deswegen auch einfach nach vorne kommen? Kannst du mich nicht rauswählen jetzt? Reicht doch jetzt. Kannst du mich nicht rauswählen jetzt? Ja. Ich würde noch gerne die letzte Antwort hören. Kandidatin 3. Ich sehe mich auf jeden Fall erfolgreich in dem, was ich gerade anfange zu tun und auch, dass ich dann mit meinem Hund zusammen wohnen kann. Der wohnt jetzt noch bei meinen Eltern und am besten noch mit meinem Traumpartner zusammen. Und was machst du gerade? Auch Content Creation. Kennen wir dich auch? Glaub nicht. Nicht noch eine, die ich kenne. Steckt kenn noch ja in alle. Den Kinderschuhen. Basierend darauf musst du jetzt eine raushellen. Willst du Bouger noch weiter kennenlernen? Ich muss sagen, Bougers Antwort war echt gut. Bouger auch einfach Traumfrau. Also wenn ich jetzt nur anhand der Antworten jemanden rauswählen müsste, wäre es vielleicht das Letzte tatsächlich. Oder die letzte in dem Sinne. Mit dem Baseballschläger. Okay. Ich würde tatsächlich Bouger rauswählen. Okay, Bouger, komm her. Ja. Sie macht so. Ist crazy. Weiß ich jetzt nicht. Reicht jetzt. Oh. Genug. Hallo. Ich hab dich gar nicht erkannt. Ey, ich hab die Haare extra hochgemacht. Was hast du? Ja, Haare und Haare deine Stimme hast du verändert oder so. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht also, hört es auch anders an hinterm Vorhang. Also, wir sind schon alle sehr überrascht. Das ist... Was bist du eigentlich für ein schlechter Freund? Keine Ahnung, ich stehe hier unten lang. Digga, ey, ich war mal bei Revi seinem Setup, hab da von da gestreamt. Baby Bouger hat auch von da gestreamt. Bin ich an ihrem Setup hingegangen und ich guck so ihre Playlist. Ihre Playlist heißt einfach Smoke and Chill. Smoke and Chill. Ist crazy. Ich weiß. Haben schon so viel Zeit zusammen verbracht und ich erkenne deine Stimme nicht. Boah, 2 Jahre? Echt? Ja. 2,5. 3 jetzt. 3 schon, ja. Crazy. Ja. Verrückt. Damn. Was liegst du? Sie hat es selber im Stream gelegt. Meine nicht. Meine Augen tränen, aber ich bin traurig, weil ich gehen musste. Deswegen weine ich natürlich nicht. Okay. Hol mir nach. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ciao. Finale. Irgendeine wichtige Frage, die dir wichtig ist. Wenn ihr ein Tor schießen würdet in der 90. Minute, wie würdet ihr jubeln? Tote Frage, Bruder. Hättest du gefragt, wie oft gehst du am Tag kacken, wäre besser gewesen. Schwöre, hättest du gefragt, wie oft scheißt du am Tag, wäre wirklich besser.
Kandidatin Nummer 1, wie würdest du jubeln? Also es ist echt eine schwierige Frage, weil ich selber kein Fußball spiele. Aber da ich halt, also ich kenne nicht wirklich viele Torjubel und aus Reflex würde ich wahrscheinlich wie Cristiano Ronaldo sü oder so, ich weiß nicht. Zeig mal. Mach mal nach. Nein. Doch, du musst nach. Einmal kurz nachmachen. Okay. Okay. Na, richtig. Nicht schlecht. Mit Confidence. Nicht schlecht. Mach mal richtig mit Confidence. So richtig. Das ist nicht peinlich. Sü. Ach so. So sieht das aus. Kandidatin 2, wie würdest du jubeln? Also ich nehme den Klassiker. Jubel! Wie würdest du jubeln? Ähnlich wie Kandidatin Nummer 1, glaub. Mach mal richtig. Mach du mal. Diesen einen? Ja. Was für Tschü, Bruder! Was denn, Mutter? Mann! Da war nicht verkehrt. Ich find's anhand der Jubeln sehr schwierig. Ja. Fuck. Mögt ihr es eher, zu dominieren oder dominiert zu werden? Hey! Hey, 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 hey! Oh mein Gott! Keine Frage in diese Richtung, dann kommt direkt so eine! Okay, crazy! Ja, ich mag's mehr, dominiert zu werden? Okay, komm. Passt. Da habe ich eine Frage. Ich liebe es, wenn es spicy wird. Okay, Kandidatin 1. Möchtest du dominiert werden oder dominierst du? Mir ist es eigentlich eine gute Mischung aus beidem. Ich will nicht nur als, also ich will jetzt niemanden schämen oder so, ich will jetzt nicht nur als Sklavin dastehen, aber ich will als, nicht nur als Domina agieren. Deswegen ist eine gute Mischung aus beidem bei mir. Ja. Ja. Da muss ich mit ihr gehen. Ich finde auch so eine gute Mischung echt gut. Ist so tagesabhängig, würde ich sagen. Wenn ich jetzt so ein richtig geiles Outfit anhabe, irgendwie was, vielleicht auch mit dem Basie, dann ist es eher dominant. Aber ich werde auch schon gern dominiert, je nachdem. Soll ja ein bisschen abwechslungsreich sein. Und du? Ich bin jemand, der ist sehr anpassungsfähig. Also wäre ja richtig viel weitergekommen, ja, mit dieser Frage. Das ist ja echt, keine Ahnung. Eine darfst du noch. Noch eine? Mhm. Kandidatin Nummer 1, bist du eher intro oder extrovertiert? Das ist auch genau so eine Frage wie gerade eben. Ich bin eine Mischung aus beidem. Ich bin halt in einem Umfeld, was ich jetzt noch nicht so gut kenne und was ich jetzt auch nicht so gut einschätzen kann, bin ich eher introvertiert. Aber wenn ich jetzt auf Leute treffe, die ich mag, wo ich mich wohlfühle, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf neue Leute treffe, bei denen ich mich direkt wohlfühle, bin ich halt eher extrovertiert, weil ich dann auch natürlich Spaß haben möchte. Kandidatin Nummer 2. Also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich, wenn ich allein, aber das ist eigentlich normal, bin, da lade ich auf jeden Fall meine Batterie auf. Ja. So, ich merke das halt auch, wenn ich dann zu lang draußen bin, dann ich muss dann nach Hause und einfach ein bisschen allein sein. Ich muss noch eine Frage stellen. Okay. Messi oder Ronaldo? Fangen wir von 2 an. Nummer 2. Messi oder Ronaldo? Messi. Ich muss ja sowieso jetzt das Gegenteil sagen, sonst macht es ja keinen Sinn, also Ronaldo. Oder warte mal, andere Frage. Wer ist der bessere Fußballer? Also wirklich fußballerisch. Vielleicht. Oder wer da nicht Messi sagt, hat keine Ahnung. Messi. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Oh mein Gott, das ist ja wirklich, seid ihr Zwillinge? Okay. Das unterscheidet sich nicht so okay. Krass. Okay, Kandidatin Nummer 1. Sag, mach cool, wie sauer. Oder tu irgendwas, um Noah zu überzeugen von dir. Also ich würde dafür gerne wissen, wo du wohnst. Also ich weiß halt nicht, woher du kommst. Antwort, woher du kommst. Dortmund. Dortmund. Ich würde halt zum Beispiel sagen, dass wenn man sich weiter kennenlernt, dass man, dass die Entfernung egal ist, weil ich bereit bin und flexibel bin, sich zu connecten und zum Beispiel dahin zu fahren, obwohl ich aus Berlin komme. Kandidatin 2, wie würdest du Noah überzeugen? Also mich interessiert Fußball nicht krass, aber ich würde auf jeden Fall mit dir ins Stadion gehen und ein paar Bierchen kippen auch, ein bisschen Spaß haben. Das sind zwei unterschiedliche Antworten. Welche gefällt dir besser? Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich müsste eine Münze werfen. Okay, dann oder wer am längsten auf einem Bein stehen kann. Nein. Geh da jetzt hin, geh da mal hin und nimm mal beide Hände. Mit der linken Hand die linke und mit der rechten Hand die rechte. Mhm. Meine sind so kalt. Ja, und zittrig. Ja, ich zittere. Fühl einfach mal. Ich fühle den Baseballschläger, glaube ich. Muss ich gestehen. Ich würde tatsächlich den Baseballschläger nehmen. Oh, und du willst ihre Hand gar nicht mehr loslassen? Nee. Bro, lässt eins einfach so gehen? Das bleibt jetzt so? Ja, ich glaube schon. Okay, dann begrüße ich Kandidatin Nummer 1 einfach allein hier vorne. Dann bleibe ich hier so stehen oder wie? Ja, hallo, schön, dass du da bist. Okay, ich muss ihn verabschieden. Ey, er hat so verkackt. Bruder, was ein L-Pick. Oh mein Gott. Was ein Arsch-Pick von ihm. Bis gleich. Bis gleich. Hi. Ach Mensch. Hallo. Wow. Hi. Ey, Bruder.
Der hat die Firma gegen die Wand gefahren. Das ist crazy. Digga, wie hübsch ist sie bitte? Hab ich hier so stehen oder schön? Ja, hallo. Du siehst schon gut. Schön, dass du da okay, ich muss ihn verabschieden. Ey, das ist crazy. Bis gleich. Bis gleich. Hi. Ach Mensch. Hallo. Bruder, wirklich. Das war's. Wow. Hi. So was Blödes. Ach, also siehst wirklich toll aus. Dankeschön. Ja, das sind auch schöne Wimpern. Danke. Richtig toll, ja. Was denkst du? Du siehst auch gut aus, deine Lederjacke. Du bist extra von Berlin nach Dortmund gefahren. Ja. Ich aber auch für dich nach Berlin. Ja, du findest gerade ein bisschen kacke, ne? Sieht schon, ja, schon gut aus. Ich ärgere mich schon. Ja, der. Ja. Schon mein Typ. Danke, dass du da warst. Ja, ja. Ich habe mich auch gefreut. Boah, Mann hat gefummelt. Freut, hat einfach dahin gehen. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Sieht gut aus. Ja. Damn. Okay, dann die Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du da bist. Schicker Baseballschläger. Oh, und du siehst auch super aus. Dankeschön. Neben dem Baseballschläger. Danke. Halte ihn in Ehren. Viel Spaß damit, dein Setup zu zerstören. Ja. Krass. Was denn? Krass. Den Baseballschläger? Ja. Hast du Angst vor mir oder vor dem Baseballschläger? Ja, weiß ich auch nicht. Ich fuchtel da mal nicht so mit rum. War schön. Ja, ich hatte aber Glück, ja, dass ich nicht Angst. Tasso schreibt, kann sein, ich würde die nächste Brücke aufsuchen. Bruder, ich höre, ihr seid richtige Bastarde. Es ist unfassbar. Angehalten wurde damit. Ihr seid schon eine Anzeige bekommen. Stimmt. Na, Daniel 2 geht in den Sonnenuntergang. Bruder, ey, warte mal. Ich muss hier ein paar Recherchen führen. Nee, das war die erste. Okay, okay, okay. Wem folgt sie? Name Sky, Noah Z, Jude Bellingham. Okay, okay, okay. Boah, pass mit dem Baseballschläger auf. Nein, shit. Allein, wenn man für mich bei so einem Format mitmacht, ich weiß, ich bin so, weiß nicht. Keine Ahnung, niemals. Ich schreib allgemein keine Frauen an. Wohin gehen wir? Ja, ist doch gut. Bis hierhin und nicht weiter, ne? Richtig gut gemacht. Sehr geil.